Servus, grüezi, hallo und moin moin, hier ist Burkhard Kadu aus Euthen von seinem YouTube-Kanal und zwar von seiner Playlist Euthen regional und aktuell Update. Achtung, wieder ist ein Haus zusammengebrochen, diesmal aber von Menschen gemacht. Und zwar das Stadtbild von Euthen verändert sich dramatisch. Heute wird wieder eine große Veränderung stattfinden. Die Fleischerei Biesewig, heute wird sie platt gemacht, heute wird sie abgerissen. Ich bin mit meinem Hund vorbeigejoggt im Rahmen meines täglichen Laufvlogs und habe dann natürlich gleich die Kamera rauszücken können, denn ich kann es nicht glauben. Schon wieder berichte ich hier von Euthen, dass ein Haus zusammengebrochen ist. Letzte Woche war es der Hindu-Tempel am Euterdamm. Heute wird das Haus von Biesewig platt gemacht, die altehrwürdige Fleischerei. Und schade, schade. Euthen ist heute nicht mehr das, was es gestern war. Das Stadtbild wird dramatisch sich wieder verändern. Ja, Stillstand ist Rückschritt. Insofern alles gut. Vielleicht ist es so, aber es ist doch schon schade zu sehen, wie sich Euthen verändert. Und darum dieses kleine Update. Hier die Bilder von Euthen, von den letzten Minuten der Fleischerei Biesewig. Die Live-Bilder. Jetzt bleibt dran. Servus, grüezi, hallo und moin moin, hier ist Burkhard Kalu wieder mal aus Euthen. Und ja, was soll ich euch sagen, ihr könnt mich jetzt den Demolition Man nennen, was habe ich schon wieder zu berichten? Schon wieder fällt ein Haus zusammen, diesmal aber handgemacht, und das Stadtbild von Euthen wird diesmal wieder, ja, für immer und ewig eine Veränderung bekommen, denn das Haus der altehrwürdigen Fleischerei Biesewig, ja, Heute ist der Jogginghosentag, darum bin ich auch in Jogginghose. Man muss ja alle Trends mitmachen. Nein, man muss nicht wirklich alle Trends mitmachen. Aber heute ist Montag. So, jetzt muss ich mal eben aufs Datum gucken. Montag, 21. Januar 2019. Ja, und das Straßenbild von Euthen wird für immer verändert sein. Die altehrwürdige Fleischerei Biesewig wird heute platt gemacht. So, ich gehe mal ein bisschen in den Hintergrund und ihr könnt einmal selber eure Eindrücke euch sammeln. Ich gehe mal aus dem Bild. Ja, jetzt ist es 13.40 Uhr. Ja, 13.40 Uhr. Ich schätze mal um 18 Uhr steht hier nichts mehr. Also, ja, die Welt verändert sich, die Kommunikation verändert sich und das Stadtbild verändert sich. Das ist es. Stillstand ist Rückschritt, sagen viele. Aber manchmal tut es doch weh, so Veränderungen zuzuschauen. Und ja, hier wird wieder was Neues geplant, was Neues gebaut. Aber schade, wirklich. Ich fand es schon traurig, dass Biesewig zugemacht hat. Ich fand ja den Schlachter großartig, oder den Fleischer besser gesagt. Aber weil ich auch zu wenig da war, hat es sich wahrscheinlich auch nicht mehr gerechnet. Und auch, was soll ich sagen? Nun, ich wünsche euch allen einen tollen Tag. Das war es erstmal von meiner Seite hier. Und ich gebe zurück zu YouTube. Bis dann, tschüss.